aus 60 Metern hinein ins Glück. Mit diesem Freistoß aus der eigenen Hälfte setzt sich Uwe Vogel von der SG Nalbach-Piesbach in der Abstimmung zum Amateurtor der vorigen Woche durch. Fußball.de gratuliert dem Kunstschützen. Mit einer wunderbaren Direktabnahme bringt Buja Ademi seine TuS Lüdersfeld mit 3:1 gegen den SC Auetal in Führung. Da darf er sich aber getrost bei seinem Kollegen für die millimetergenaue Flanke bedanken. Meine Mutter hat immer gesagt, wenn's nicht gleich klappt, versuch's einfach nochmal. Das hat sich auch Thorsten Würz vom SV Wernersberg gedacht, der seinen Freistoß erst im zweiten Versuch im Netz unterbringt. Das dafür aber umso schöner. Die Partie der ersten Kreisklasse Südpfalz-West gegen den SV Klingenmünster 2 können die Wernersberger mit 2:1 für sich entscheiden. In der ersten Runde des Kreispokals Sächsische Schweiz-Osterzgebirge trägt David Glöckner vom Pretzendorfer SV mit dieser akrobatischen Einlage maßgeblich zum 6:2-Sieg gegen den TSV Seifersdorf bei. Völlig ungedeckt kann der 18-Jährige nach einer Ecke zum Fallrückzieher ansetzen. Für Ausführung und Haltung gibt's eine glatte 1. Und hier noch einmal alle Tore im Schnelldurchlauf. Wähle deinen Favoriten zum Amateurtor der Woche.